besoffen. Guten Tag, Mr. Double D. Sie wollten mich sehen? Jimmy Boy, halt kurz die Fresse. Ich telefoniere gerade. Mr. Whiteman? Ich bin wieder dran. Wir müssen die Übergabe am Hafen platzieren. Woanders ist zu gefährlich. Was? Was soll das? Wie? Nicht ganz nur am Hafen. Das sollst du eigentlich wissen. Dreckskerl Elendiger, ich schick dir meine Freunde vorbei. Meine Jungs, die schneiden dir den Schwanz ab. Ich verfütter dich an meine Schweine, du weißt genau, was mit Harrington passiert ist. Penner. Ja, so mag ich dich. Und jetzt krieg ich aus meinem Arschloch raus. Du, andere Frage. Habt ihr wieder Schnee in Kuba? Sehr schön. Dann nehme ich 10. Natürlich, Kilo, du abgefuckter Wichser. Meine Fresse, Mann. Okay. Hafen passt. Sehr gut. Und jetzt zieh den kleinen Schwanz aus deiner Frau und mach dich wieder nützlich. Ab an die Arbeit. So, Jimmy Boy, jetzt zu dir, setz dich. Danke, Mr. Double D. Was gibt's? Hast du die Leiche verschwinden lassen? Ja, das mit der Leiche ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, weil... ich hab sie noch im Kofferraum, im Auto. Du willst mir sagen, der Bankier liegt im Kofferraum? Ja. Du nichts nutzt, du abge... Du beschissener Scheißkerl! Tut mir leid, Mr. Double D, aber ich wollte sie eigentlich mit See versenken, die Leiche, aber... Warum hast du sie nicht im See versenkt, wie es vereinbart war? Das geht heute nicht. Wieso? Heute ist Seefest. Ach, das Seefest. Ja, dann musst du dir was einfallen lassen. Ja, ja, ich denke, ich habe da schon eine Idee, Mr. Double D. Sie können sich auf mich verlassen, wirklich, also... Das werde ich hoffen. Du weißt, was mit den Leuten passiert, denen ich nicht trauen kann. Nein, sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen. Ich habe schon 5 Jahre Jimmy Boy. Mir nichts zu Schulden kommen lassen, Mr. Double D. Da hast du recht, aber du kennst mein Piranha-Becken. Ja, Mr. Double D. Du hast Leute gesehen, die da drin gelandet sind, weil sie nicht richtig gearbeitet haben. Und das will ich von dir nicht hören. Nein, nein. Und nicht sehen. Das müssen sie nicht tun, Mr. Double D. Ich werd sie nicht enttäuschen, wirklich. Dann erledige das. Ich bin ihr bester Mann, wirklich. Darüber lässt sich streiten, aber du machst dich gut. Wenn du die Sache gut machst, dann bist du mein bester Mann. Okay, Mr. Double D, ja, ja. Soll ich sonst noch irgendwas? Haben Sie sonst noch irgendwelche Wünsche oder so? Die folgen bald. Aber lass erstmal den Bankier verschwinden. Gut, Mr. Double D. Es ist so gut wie erledigt, die Sache. Sie können das als erledigt abhaken. So will ich das hören. Gut. Dann werde ich mich auf den Weg machen, wenn es Ihnen recht ist. Mr. Double D? Mach dich auf den Weg. Und erledige das. Gut, sofort. Mr. Double D? Und jetzt raus hier. Wiedersehen. Bis dann, Jimmy Boy. Oh, ein Kunde. Kommen Sie herein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Bestattung unter dem Smith. Mein Name ist Will Smith. Ha, kleiner Scherz am Rande. Ich bin Gregory. Was führt Sie hierher? Ja, ich suche natürlich einen Sarg. Haben Sie da was hier? Ja, da sind Sie natürlich bei mir genau richtig. Wir haben günstige Särge aus Sperrholz, was man nicht seinen Liebsten antut. Wir haben einen Kieferroh-Sarg, kieferlackiert, bewegt sich im Preis von 150 Pounds. Oder auch natürlich Zedernholz, sehr beliebt bei uns. Natürlich auch eine Eiche. Ja, warten Sie mal, eigentlich suche ich ja was eher Billiges. Da sind Sie natürlich beim Sperrholz genau richtig. Sperrholz? Ja. Ja, geht schnell kaputt dann, oder wie? Geht schnell kaputt, ja. Das ist das Problem. Ja, ich brauche schon was Robusteres. Ich würde den Eiche massiv empfehlen. Eiche massiv? Ja. Ja, 400 Pounds aufwärts. Ist das der oder wie? Der zweite von rechts. Der zweite? Ja. Ja, der sieht aber farblich nicht so toll aus. Der ist ja noch unlackiert. Der ist gelb. Ja. Neongelb, also den will ich wirklich nicht. Ja, das war ein
besonderer Kundenwunsch natürlich. Ich will keine Party veranstalten, wissen Sie? Das ist ein besonderer Kundenwunsch. Also. Ja, und ja, was ist mit dem da? Welcher? Meinen Sie der? Den? Der vorne? Ja, der hier halt. Der direkt vor uns, sehen Sie? Der gefällt Ihnen? Ja. Ja, ist auch Eiche. Ja, aber warum steht da reserviert drauf? Der ist auch reserviert. Ja. Ja, toll, den will ich aber. Aber reserviert für Sie? Für mich? Können Sie haben. Für wie viel? 1800 Pounds. Was? Sind Sie total bescheuert? Also echt. Ist ein edles Stück. Nein, also das geht gar nicht. Ja. Das sehen Sie, der ist viel zu groß, den bekomme ich gar nicht ins Auto rein. Ich hätte noch einen ähnlichen aus Zedernholz, der sich in einem anderen Preissegment bewegt. Zedernholz. Gibt's keinen. Schauen Sie mal ins Prospekt, den habe ich jetzt nicht hier auf Lager. Schauen Sie mal. Zeigen Sie mal her hier. Ja, nicht so eilig, guter Herr. Der Tote würde nicht wegrennen. Ha! Da haben Sie recht. Da haben Sie wohl recht. Gut, mein Budget, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ist 500 Pounds und mehr nicht. Und ich brauche was Robustes, also und er sollte nicht so groß sein, dass ich ihn in meinen kleinen Wagen, sehen Sie draußen den Kleinwagen, den roten? Ja, sehe ich. Das soll der Sarg ungefähr reinpassen. Wir können den Sarg auch liefern. Nein, ich brauche ihn sofort. Sofort? Ja, sofort. Da. Ich nehme ihn gleich mit. Ja, da hätte ich was für Sie. Aber ist denn der Tote unter 1,80 Meter? Keine Ahnung, wie groß der ist. Ich denke schon. Okay, ja. Sie werden es schon wissen. Ja. Machen wir, der hier ist 495 Pounds. Der hier? Ja. Aber der ist robust, ja? Der gefällt mir nicht. Wieso? Der ist zu groß, sehen Sie doch. Stimmt. Haben Sie wohl recht. Das ist für 2 Meter, Leute, oder was? Ja, es gibt natürlich auch immer... Also, ich sage es Ihnen jetzt ehrlich. Größen, ja. Ich, ja, was gibt's noch für Möglichkeiten, wie man einen Toten beerdigen kann? Wissen Sie da noch was? Oder? Ich habe ja natürlich auch einen Krematoriumsofen. Echt? Natürlich. Und was macht dann vielleicht mit einem Krematoriumsofen? Verbrennt die Leiche. In sehr kurzer Zeit, würde ich sagen. Das hört sich besser an. Wie viel kostet das so im Durchschnitt? 200 bis 400 Pounds. Gut. Ja. Das hört sich gut an, ja. Muss ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja, dann machen wir das doch so. Es kommt jetzt ganz drauf an, wann. Da ist preisabhängig natürlich. Sie sagen, Sie sind unter Zeitdruck? Was wollen Sie? Eine Urne brauche ich nicht. Ey. Lassen Sie die Urne weg, Mann. Nur, was soll ich mit dem... Was? Ja, mit der Asche machen. Die Asche ist ja auch wertvoll. Ist mir scheißegal, was Sie mit der Asche machen. Von mir aus essen Sie sie oder schieben Sie sich in den Arsch oder so. Sie wollen mich ja wohl hier... Ich brauche die Asche nicht, okay? Verarschen. Nein, ich verarsche Sie überhaupt nicht. Hier ist das Geld, sehen Sie? Ich habe das Geld schon. Danke. 400 Pounds. Ja, wenn Sie bezahlt haben, also ich kann die Asche auch für Sie... Ich bezahle schon mal jetzt, weil ich verschwinden lassen. Ich würde aber, ich hätte noch ein Anliegen, und zwar würde ich die Leiche gerne alleine verbrennen, wenn das möglich ist. Das hatte ich so noch nicht, ist aber auch möglich. Würde aber nochmal 250 Pounds extra kosten. Das geht nicht. Ich habe so viel nicht mehr, also das können Sie vergessen. Ja, haben Sie denn etwas zu verbergen? Was? Ich habe überhaupt nichts. Wenn Sie Leiche alleine verbrennen, brauchen die Asche nicht. Ich will, es geht hier um meine Mutter. Okay. Und die will ich natürlich im privaten Bereich beerdigen. Also nur ich. Ich verstehe. Das ist sehr emotional für mich. Und ich will keine fremden Personen hier dabei haben. Okay. Ja, dann soll das möglich sein. Weil ich heute so einen guten Tag habe. Weil ich heute so einen... Wie ist der Name eigentlich? Jimmy Boy. Jimmy Boy? Nur Jimmy Boy. Einfach. Sehr ausgefallen, aber Ihre Mutter muss sie lieb gehabt haben. Was soll das jetzt heißen? Sind Sie nicht mehr ganz Knecke in der Birne oder was? Also, Jimmy Boy, wir machen das so. Wir haben jetzt unser Preis ausgehandelt. Ja. Machen wir das so. Sie können die Leiche alleine verbrennen. Kein Problem. Haben Sie irgendwann eine Bahre oder so, wo ich die Leiche haben drauf... Haben Sie die Leiche etwa dabei?
Liegt im Kofferraum. Ne? Jimmy Boy, Sie sind mir einer. Natürlich habe ich hier eine Ware. Ja, gut. Soll ich Ihnen helfen, oder? Nein, mir wäre es jetzt lieber, Sie würden verschwinden. Ja gut, aber Sie müssen noch etwas unterzeichnen. Was? Ich unterzeichne hier gar nichts. Aber das ist normal. Wir bei Bestattungsinstitut Smith handhaben das immer so. Das ist mir scheißegal. Das ist mir wirklich scheißegal. Also entweder wir machen das jetzt so oder... Ja, es passiert noch was, echt. Okay, ich merke, Sie sind ziemlich angespannt. So muss es einem natürlich gehen nach dem Verlust seiner geliebten Mutter. Ja, so ist das. Ja, ich bin wirklich... Ich bin total... Sie sind total durch. Das merke ich doch an. Ja. Also passt das jetzt so. Ich würde sagen, machen Sie einfach Mittag, gehen Sie in irgendein Restaurant, essen Sie was. Ich bin dann, bis Sie wieder hier sind, ist alles erledigt. Sie müssen mir nur schnell zeigen, wie man den Ofen anschaltet. Das zeige ich Ihnen kurz. Ich schließe den Laden noch schnell ab. Warum? Ja, Sie kommen durch die andere Tür rein. Ich kann ja nicht den Hauptladen offen lassen mit den ganzen Särgen und Uhren. Irgendwo muss ich reinfahren. Wenn ich hinten reinfahren kann, dann passt es doch. Ja, natürlich. Ja, dann machen wir das so, ja? Gut, danke. Okay. Und? Passt das? Das passt. Gut. Dann machen wir das so. Würde ich auch sagen, ja. Folgen Sie mir kurz. Bis in den Raum, es ist nicht weit. Ja. Was ist denn das? Das ist eine Leiche. Ja, das ist mir schon klar, aber warum können Sie die nicht zudecken oder was? Ich war gerade am voll eklig. Ich war gerade am Einbalsamieren. Manche Kunden wünschen ihre was? Geliebten einbalsamiert und noch länger ansehen zu können. Ja, dann können Sie sie trotzdem abdecken. Die Frau ist, keine Ahnung, 90 oder was. Nackt und kein schöner Anblick, also echt. Sag mir der seine Mutter im Kofferraum rumfährt. Seine tote Mutter. Werden Sie nicht bloß nicht frech, Junge. Verzeihung, das sollte ein Witz sein. Ja, wir Smiths machen auch hoffen. Wir Smiths machen gerne Späße. Uns brennt im Gesicht. Aber nicht von der Sonne. Okay, also, hier haben wir das gute Stück. Sehen Sie sich's an. Ja, sieht wirklich, wow. Bin jetzt fast beeindruckt schon. Ganz schön stabil das Ding. Das ist unser Krematoriumsofen. Ja. Made in Germany, deutsche Wertarbeit. Oh ja, das können Sie, die Deutschen, ja. Ofen bauen. Sehr wohl. Ja. Na gut, also ich zeige Ihnen mal, wie man das gute Stück bedient. Und zwar haben Sie hier einen Knopf. Ja, wie mache ich das auf, das Teil? Ja, Sie haben hier einen Hebel. Ah ja, okay, ja, hab schon kapiert. Ja, weiter. Dann drücken Sie den, ich mache es in einem ausgeschalteten Zustand. Sie drücken dann den Knopf hier. Ja. Ja. Und dann? Hiermit fahren Sie rein. Ah ja, okay, mit dem die gute Frau. Knüppel, ja. Genau. Gut. Okay, dann, also eins wäre mir noch recht. Was? Jimmy Boy. Was die Unterschrift brauche ich nun wirklich. Ich lasse jetzt hier kurz in meinem... Was? Ja? Ja, ich lasse hier kurz alleine und ich hätte es gerne mal eine Unterschrift von Ihnen. Ich habe hier auch den Büsch hier. Oh. Da hätte ich gerne von Ihnen eine Unterschrift hier unten. Hier sind Sie einverstanden mit den Kosten. Geben Sie her den Fetzen. Mein Gott. Ihr verdammten Idioten. Ihr verdammten Bürokraten. Hier haben Sie es. Sie wissen, wie es läuft. Einen Moment doch bitte, ich muss hier noch den Verhaltenskodex lesen. Ich fühle mich nämlich nicht ganz wohl bei der Sache. Ja, dann machen Sie, wenn Sie sich dabei besser anfühlen. Aber beeilen Sie sich ein bisschen. Ich will heute auch noch Mittag essen. Ich gebe mein Bestes. Ah, oh, Mann. Hier, Paragraph 8, ja, steht, dass das Verbrennen einer Leiche, männlich oder weiblich, ja, das interessiert mich nicht. Schräger divers. Nicht ohne Beisein eines gelernten Bestatters vonstatten gehen darf. Wie? Somit bin ich gezwungen, ich fasse das für Sie zusammen, somit bin ich gezwungen, dabei zu sein. Da Sie das nicht wollen... Das können Sie vergessen. Wir haben das gerade vereinbart. Sie ständig. Wir haben das gerade vereinbart. Ich habe da unterschrieben auf Ihren verdammten Fetzen Papier. Sie haben mit... Wir machen das jetzt hier. Sie machen Mittag, ich bin dann weg. Sie hören nie wieder von mir. Ist das jetzt einfach mal klar? Ich kann Ihnen gerne Nummern von anderen Bestattungsinstituten geben. Die Sache ist die, wir bei Bestattungsunternehmen Smith
Ich, Gregory Smith, nehme meinen Job sehr ernst. Mein Vater hat dieses Unternehmen gegründet. Ja und? Was interessiert mich das? Sie haben eingewilligt und jetzt machen Sie da, jetzt halten Sie sich gefälligst an den Plan. Ich bin natürlich Plan. Auch nicht immer mit meinem Kopf nicht immer bei der Sache, aber entschuldigen Sie mich, aber hier steht in Paragraph 8. Das ist mir scheißegal, Ihre Paragraphen. Die interessieren mich nicht. Geht das in Ihre verdammte Birne rein? Ich sag's Ihnen gleich, klatscht's, aber keinen Applaus. Wären Sie jetzt doch nicht unverschämt? Sie werden unverschämt. Sie haben mir mit Handschlag versichert und mit schriftlicher Einverständnis, dass ich jetzt hier alleine die Leiche verbrennen darf. Sind Sie ein Korinthenkacker? Sie sind ein verdammter Paragraphenreiter. Ein verdammter Paragraphenreiter sind Sie. Jetzt lassen Sie aber mal die Kirche im Dorf. Wissen Sie was? Machen wir es doch so. Ich lege noch 50 Pounds drauf. Damit Sie einfach wegsehen, ist das jetzt in Ordnung? Wir sind nicht bestechlich. Wir sind das Bestattungsunternehmen Smith. Ja, ist mir scheißegal, welches Bestattungsunternehmen Sie sind. Ich brauche jetzt Ihren Ofen auf jeden Fall. Hier in London gibt es noch zig andere Bestattungsunternehmen. Nein, sehen Sie auf die Uhr. Sehen Sie auf die Uhr. Es ist Mittag gleich. Also ich will auch noch Mittagessen heute und ich habe noch andere Sachen zum Erledigen. Und wir werden das jetzt so machen, wie ich das will. Ist das jetzt klar? Ich sage Ihnen mal, was ich von Ihnen halte. Was? Sie haben hier Ihre Mutter im Kofferraum. Ja und? Und dir ist das Mittagessen wichtiger. War sie denn keine gute Mutter? Nein, mir ist wichtig, dass ich jetzt meine Mutter verbrennen kann. Wissen Sie? Mir kommt es so vor, als würden Sie Ihre Mutter schnellstens loswerden wollen. Ja, sie, natürlich. Wer will das nicht? Denken Sie, mir macht das Spaß, eine Leiche im Kofferraum rumzufahren oder was? Ja, aber gerade reden Sie noch vom Mittagessen. Ja, weil ich Hunger habe, ich muss aber essen. Hunger und Ihre Verweste, Sie haben hier Hunger, im Krematorium. Nein, ich habe überhaupt Hunger, ich habe halt noch nichts gegessen. Außer einmal Fish and Chips. In der Früh. Das ist meine Lieblingsmahlzeit. Und Aspirin. Eine Aspirin? Ja. Sie soll nicht so gesund sein. Ist mir jetzt wurscht, was machen wir jetzt? Ja. Also, es ist nur so. Paragraph 8. Männlich, weiblich, divers. Ohne Beisein eines gelernten Bestatter ist es nicht erlaubt, die Leiche zu verbrennen. Was soll ich jetzt für Sie tun? Also ich appelliere jetzt nochmal an Sie, entweder Sie willigen jetzt ein oder ich muss andere Maßnahmen ergreifen, wirklich. Ich lasse mich von Ihnen nicht unter Druck setzen. Oh, du machst mich echt fertig. Jetzt packe ich mal die Karten auf den Tisch. Und zwar, was? Ich arbeite für Mr. Double D. Nicht für Mr. Double D? Doch. Nein. Doch. Es ist das kriminelle Superhirn. Es ist der Schurke Englands. Ja. Londons berüchtigter Killer. Genau. Er ist in hunderte Verbrechen verstrickt. Ja. Man nennt ihn auch der Pate von London. Also. Nein. Spürst du jetzt? Die Wahrheit ist nämlich... Im Kofferraum ist nicht meine Mutter. Im Kofferraum befindet sich ein Typ, den ich beim verpatzten Drogendeal erschießen musste. Ich bin kein gewöhnlicher Kunde, ich bin nämlich Profikiller. Nein. Doch. Und ich arbeite für Mr. Double D. Und du wirst mir jetzt den Ofen anmachen und die Leiche dann hereinholen und sie dann verbrennen. Ist das klar? Hast du mich jetzt verstanden? Das ist nicht klar, weil in meinem Verhaltenskodex steht genau bei solchen Sachen. Ich scheiße auf deinen Verhaltenskodex. Ich muss jetzt die Polizei rufen, es tut mir leid. Was? Bist du bescheuert? Ich rufe jetzt die Polizei. Leg auf, du Bastard! Ah! Also, was ist jetzt? Ja, wie ich schon sagte, wir können das so nicht machen. Ach, wer ist denn das auf dem Bild hier? Das sind meine Zwillinge. Was, du hast Zwillinge? Ja. Schau schon, Mike. Gott, sind die hässlich, die zwei. Jetzt, was wollen sie von mir? Sind die behindert oder was? Ha? Nein. Also, wie gesagt, ich hole jetzt die Leiche rein. Und dann werden wir das jetzt so machen. Ist das jetzt klar? Ein für alle Mal. Das ist überhaupt nicht klar. Sie verschwinden jetzt aus meinem Laden. Nein, sofort. Werde ich nicht. Nein. Gehst sofort raus aus meinem Laden. Willst du, dass ich dir wehtue? Willst du, dass ich ihr wehtue? Hm? Nein! Willst du das?
Warum sagst du so etwas? Ein halbes Hemd. Ja. Warum sagst du so etwas? Ich war 3 Wochen im Judo. Komm doch her. Komm doch her, du Schwein. Komm her. Du verdammter Idiot. Komm her, du Wichser. Ich mach dich platt, Mann. Ich sag's dir. Und so, du Wichser. Jetzt geh. Au. Komm. Au. 3 Wochen Judo, ja. Das sieht man. Meine Nase. Au. Kleines Stück Dreck, du. Hast du jetzt genug, ha? Mieser Penner, du. Das werde ich noch, ja? Gott, wie du aussiehst. Jetzt fürchte ich, muss ich dich wirklich umbrechen, du Scheißkerl. Halt's Maul, du. Idiot, du. Scheiße, Mann. Ich muss dich jetzt wirklich killen. Tut mir leid, Mann. Bitte nicht. Nein. Nein. Steck die Pistole weg. Ich bitte dich. Bitte, tu das Tut nicht. Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt erledigen. Sieh mal, wie du aussiehst. Bitte nein. Es war nicht meine Absicht. Hättest du mitgespielt, wäre das nicht so weit gekommen. Nein. Also, mach's gut, Junge. Erschieß mich nicht. Bitte nicht. Ich hab Kinder. So, Leichen wären jetzt alle 2 da. Jetzt schalten wir mal den Ofen ein. Dann geht das nicht. Hat das Schwein den Strom abgestellt oder was? Das gibt's ja nicht. Ist da der Stecker, hey. Nein, 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 das gibt's nicht. Kein Saft mehr oder was? Scheiß Ofen, der. Scheiße, was mache ich jetzt? Oh. Scheiße, 2 Leichen, ich muss sie jetzt erstmal wieder in den Kofferraum packen. Das wird wohl nichts helfen. Scheiße, echt. Ich bin jetzt echt im Arsch. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als wieder zu Mr. Double die zu fahren. Vielleicht hat der eine Idee. Scheiße, da wird er nicht gerade glücklich drüber sein, echt. So eine verdammte miese Scheiße. Das gibt's nicht. Fuck, das mache ich jetzt bloß. Herein. Mr. Double D, hallo. Hey, Jimmy Boy. Verdammt, setz dich. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber was ist mir ist wirklich eine totale Scheiße passiert. Ich konnte die Leiche nicht entsorgen. Was? Ja. Das war deine einzige Aufgabe. Ich weiß, aber ich habe es nicht geschafft. Es tut mir echt leid, Mr. Double D, echt. Das gibt sich zu entschuldigen. Wie konnte das passieren? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Sprich! Also ich hatte die blöde Idee, in ein Bestattungsunternehmen zu fahren und mir einen Sarg zu kaufen und die Leiche in den Sarg zu legen und einfach im Friedhof verbuddeln. Die Leiche. Ja, der Sarg? Ja, warum nicht? Der kostet Geld. Ja. Ja, und was ist passiert? Ja, es ist etwas aus dem Ruder gelaufen, muss ich jetzt echt sagen. Puh. Ich weiß gar nicht, bitte werden Sie nicht sauer, Mr. Double D. Versprechen. Ich werde nicht sauer. Ja, es wird alles gut werden. Erzähl mir, was war. Es wird alles gut werden. Ja, der Bestattungstyp, der Verkäufer von den Särgen, der hat ein bisschen Faxen gemacht. Und er wollte dann die Polizei rufen und da musste ich ihn, quasi töten. Also, ja, ich wollte ihn eigentlich ja nicht töten. Ich habe ihn erst nur ein bisschen zusammengeschlagen und wollte ihm ein bisschen Angst machen. Scheiß auf den Hurensohn, oder? Warum willst du mir sagen, du hast 2 Leichen? Ich habe jetzt 2 Leichen im Kofferraum, ja, Mr. Double D. Ach, du Vollidiot. Tut mir echt leid, Mr. Double D. Du bist doch nichts zu gebrauchen. Bitte, lassen Sie es mir wieder gut machen. Ich mache alles, was Sie wollen. Wirklich. Tut mir wirklich leid, echt. Ich kann dir nicht trauen. Warum? Du hattest eine Aufgabe. Ja, aber... Du verdoppelt das. Ja, aber Sie wissen, heute ist das Seefest. Normal schmeißen wir ja die Leichen immer in den See. Du hattest eine Aufgabe. Und du verdoppelst das Problem. Du solltest eine Leiche loswerden. Du kommst mit 2 zurück. Ja, ich weiß, es ist eigentlich kaum entschuldbar. Aber was soll ich tun jetzt? Jimmy. Was soll ich jetzt mit den Leichen machen? Ich komme zu Ihnen... Weil ich Ihren Rat brauche, Mr. Double D. Was soll ich jetzt bloß tun? Du musst Buße tun. Was?
Du weißt, wie es bei uns läuft. Ja, ich bitte noch... Bitte lassen Sie mich das wieder gut machen. Auf eine andere Art. Ich bitte Sie. Jimmy Boy, weißt du, ich kannte einst deine Mutter. Sie war eine gute Frau. Aber sie hatte ein Problem. Ein Drogenproblem. Kurz bevor sie elendig krepierte, lag sie in meinen Armen und sagte mir ihren letzten Wunsch. Ihr letzter Wunsch war, ich soll auf dich aufpassen, Jimmy. Erinnerst du dich an deine Mutter, Jimmy? Ja, nicht mehr wirklich. Ich war ja erst 7, als sie starb, aber... Du warst noch sehr klein, ja. Ja, 7 Jahre war ich. Ich nahm dich in meine Obhut. Ja. Gab dir einen Job. Anfangs noch zu essen. Sie sind wie ein Vater für mich, Mr. Double D. Enttäuscht dein Sohn seinen Vater, frage ich dich. Nein. Richtig. Ich weiß, es tut mir unwahrscheinlich leid. Also werde ich... beschämend für meine Augen. Ja, sehe ich ein. Ich wollte Sie wirklich nicht enttäuschen, Mr. Double D. Sie wissen, Sie sind wie ein Vater für mich. Jimmy Boy. Ich kann nicht Gnade walten lassen, sonst macht das jeder mit mir. Du weißt, wie es in dem Geschäft läuft. Ja, ich weiß es, aber ich bitte Sie einfach, ein Auge zuzudrücken. Einmal, nur ein einziges Mal, bitte, Mr. Double D. Das wird nie wieder vorkommen, ich verspreche es Ihnen wirklich. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich mache alles, was Sie wollen. Wirklich, Mr. Double D, Sie können mir wirklich glauben. Ich kann und darf keine Gnade walten lassen. Bitte, Mr. Double D. Bitte. Und das Jammern gefällt mir nicht. Einsicht ist gut, aber jammer nicht zu viel rum. Ja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, aber ich bitte Sie jetzt einfach, ein Auge zuzudrücken. Was soll ich nach deiner Meinung tun? Ja, die Leichen auf jeden Fall loswerden. Und ja. Und ich mach... Meinst du echt, ich frag dich nach deiner Meinung? Du Arschloch! Tut mir leid, Mr. Double D. Wenn ich dich nach deiner Meinung frag, dann hast du gefälligst zu sagen, dass deine Meinung nicht interessiert. Du abgewichster Scheißkerl. Abgewichster Scheißkerl. Mr. Double D, wirklich, es tut mir so außerordentlich, unendlich leid, wirklich. Vertrauen Sie mir. Jimmy Boy, weißt du noch die Waffenlieferung? Den London Docks. Ja, das war vor ungefähr 4 Jahren, oder? Richtig. Ja. Und? Ich habe kein Wort gesagt. Es haben 8 Waffen gefehlt. Sturmgewehre. Ja. Ich habe damals schon ein Auge zugedrückt. Mir ist es aufgefallen. Ja, das... Woher wissen Sie das? Ja, das stimmt, aber... Das kann ich erklären, wirklich. Das kann ich wirklich erklären. Du bist mir keine Erklärung schuldig. Es ist vorbei. Nein, Mr. Double D, bitte. Du wirst deine Strafe büßen und danach weiter für mich arbeiten, aber nicht mehr in der Position, in der du jetzt gearbeitet hast. Ach, Mr. Double D, und was ist die Strafe? Steve, Billy, kommt rein. Steve, Billy! Mr. Double D? Halte ihn fest. Halte Jimmy Boy fest. Ja, Mr. Double D. Lasst mich los, Mann. Kommt, hört auf. Oh, hören Sie auf, Mr. Double D! Oh, Mr. Double D! Oh, Mr. Double D, hören Sie auf, bitte! Ich bitte Sie! Schweig! So, Jimmy Boy. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Erinnerst du dich an Bobby? Ich weiß nicht, Mr. Double D. Ja, ich glaube schon, der wo keinen Daumen mehr hatte, oder? Der Daumen war nicht sein einziges Problem. Er hatte auch keine Zunge mehr. Ja, was heißt das? Was wollen Sie jetzt damit sagen, Mr. Double? Ich erzähl dir, wie es damals lief. Das ist ungefähr 15 Jahre her. Es war ein Juwelraub in East London. Er hat mehr eintreiben können als erwartet und wollte sich den Rest selber einschieben. Er hat gemeint, er kann mich betrügen. Was wollen Sie mit mir? Mich, Mr. Double D, betrügt man nicht. Meine Jungs,
Steve und Billy haben genau gesehen, was passiert ist. Meine treuen, beiden guten Arbeiter haben mir gesteckt, was war. Und der Mann musste leiden, er wollte mich bestehlen, er hat mich bestohlen. Genauso wie du es damals gemacht hast. Und jetzt verkackst du diesen beschissenen Job, eine Leiche entsorgen. Mehr war von dir nicht verlangt. Bitte, Mr. Doubledy, kann ich jetzt gehen? Sehen Sie, wie ich aussehe? Das war doch jetzt Strafe genug. Bitte, ich bitte Sie. Haben Sie jetzt gehen? Haben Sie Mitleid? Bitte, das war doch jetzt meine Strafe, oder? Bitte. Die Strafe war nicht die Prügel. Was soll das heißen? Sie müssen mich... Die Prügel war für mich nur auf Spaß. Ich bitte Sie doch, nur, bitte. Du weißt, ich war früher Boxer. Ja, Sie waren der beste englische Boxer im Schwergewicht, ich weiß. Mein linker Haken war berüchtigt. Ja, ich weiß, der war phänomenal. Sie ja. Sie haben sogar Sugar J. John geschlagen. Sugar John, richtig. Ja. In der dritten Runde. Ja. Durch K.O. Ich weiß, ich habe den Kampf mehrmals angesehen. Weißt du eigentlich, dass wir damals alles auf die dritte Runde gewettet haben? Und der Kampf war nicht gezinkt. Ich wusste, ich mache ihn in der dritten Runde fertig. Ich wusste es auch, Sie sind der beste Boxer. Kann ich jetzt gehen, Mr. Doubledy? Ich bitte Sie. Jungs, haltet ihn fest. Ja, Mr. Doubledy. Hört auf, Mann, bitte. Was soll das jetzt? Was wollen Sie mit dem Messer, Mr. Doubledy? Bitte, ich bitte Sie doch nur. Lassen Sie mich einfach gehen. Mach deinen Mund auf. Nein, bitte, Mr. Doubledy. Bitte, lassen Sie mich noch kurz erklären alles. Bitte. Ich hab die Lügen satt. Ich hab die Lügen satt. Nein, bitte nicht. Bitte du nicht. Mehr erklären. Bitte nicht, Mr. Doubledy. Es ist vorbei. Steck sie in ein Einwegglas. Die nehme ich als Trophäe. Jimmy Boy, alle das ist eine Lehre. Ach, halt die Fresse. Halt die Fresse jetzt. Weißt du, was mir einfällt, Jimmy Boy? Bleib ruhig, ich tue nichts. Ich tue dir nichts, Jimmy Boy. Jimmy Boy, das war deine Strafe. Du brauchst keine Angst mehr vor mir haben. Hab keine Angst, Jimmy. Hab keine Angst. Mir fällt bloß gerade ein sein. Wir könnten die Leichen auch einfach an die Schweine verfüttern. Oder einen an die Piranhas. Und einen an die Schweine. Wieso ist mir das nicht gleich gekommen? Naja, es ist so, wie es ist. Billy, Steve? Ja, Mann. Bringt ihn raus, der blutet mir noch alles voll. Ja, Mann. Ihr seid zwar dumm wie Scheiße, aber loyal. Das mag ich an euch. Ja, Mann.